Hallo, herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Path of Exile, direkt aus der Betrayal-Liga. Und immer noch tobt mein Marodeur durch die Liga. Ja, ich will immer Maroder sagen, ne? Das ist einfach noch vom Englischen noch drin geblieben, aber es ist ja ein Marodeur. So, wir haben ja beim letzten Mal übrigens diese tollen Waffen gefunden, die ich glaube ich noch gar nicht benutzen darf, beide noch nicht. Nein, dafür bin ich von der Stufe noch nicht hoch genug. Die ist zum Beispiel super interessant, die Waffe. Und die werden wir auch, ich denke mal, noch ein bisschen behalten. 79, wenn ich mir das mal so angucke, 63, 84, machen natürlich in erster Linie physischen Schaden, machen die auch. Und dann kommt noch der restliche Schaden dazu. Ich denke mal, die dürften sehr interessant sein. Die legen wir auf alle Fälle bis zur nächsten Stufe mal in unsere Truhe. Und das dürfte ja auch gar nicht mehr so lange dauern, wenn ich mir das mal so angucke. So, und dann schlagen wir uns erstmal ein bisschen weiter durch. Ja, das machen wir jetzt. Also wir sind mitten in Akt 5 und wir kämpfen uns jetzt eben zu dem. Ich weiß schon zu wem. Zu wem. Ich weiß noch gar nicht so recht, ob ich da hin will. Ich weiß, wo ich hin muss. So, also wir müssen Avarius finden. Den findet man relativ simpel eigentlich. Ich werde jetzt auch hier jetzt tatsächlich einfach mal ein bisschen durchhuschen, es sei denn, ich entdecke was Interessantes, wo ich sage, da bleibe ich mal stehen. So, Materialchen natürlich immer so ein bisschen in der... Oh, die macht aber ganz fiesen, bösen Schaden. Das könnt ihr auch schon sehen hier. So. So, wir machen ja natürlich jetzt sowieso mehr Schaden, wenn wir näher dran sind, ne? Das liegt ja so ein bisschen daran, weil wir ja hier unten, er hat sie wieder auf groß gestellt, weil wir diesen Punkt hier mitgenommen haben. Je näher wir dran sind, umso mehr Schaden machen wir. Ah, das ist auch schön. So, und wir sind jetzt in dem Bereich, das hatte ich ja in der letzten Folge schon gesagt, wo es langsam auch mit Elementarschaden losgeht, wo man zusehen sollte, dass man seine Widerstände nach vorne bringt. Und wenn ihr euch erinnert, dann habe ich einen ganz schlechten Wert, also mein schlechtester Wert ist ja tatsächlich bei Feuer. Und ihr habt ja gerade gesehen, die Materialchen hat auch hier gerne mit Feuer gespielt. So, jetzt müssen wir gucken, wo es weitergeht. Geht es da weiter? So, für Syndikat würde ich jetzt vielleicht anhalten. So, jetzt haben wir hier den... Oh, jetzt haben sie mich aber hier alle aufs Korn genommen. Zeitgleich. Das ist immer schlecht. Ah, gestorben. Ich bin gestorben. Achso, kann ich gerade nicht. Jetzt muss ich nochmal von vorne anfangen. Passt aber gerade ganz gut, weil ich jetzt die neuen Waffen nehmen kann. Muss man immer positiv sehen. So, ich glaube, das ist mein dritter Tod jetzt, oder? Wir wollen mal kurz gucken. Das ist, wenn man zu schnell durch will. Ne, mein vierter sogar schon. Macht aber nichts, denn wir werden jetzt hier auch den Projektilschaden und die Geschwindigkeit werden wir noch ein bisschen erhöhen. Und dann werden wir jetzt nämlich mal gucken, ob wir nicht die neuen Äxte jetzt verwenden können. Einmal den und einmal den. Was macht der hier? Der ist nicht so doll wie die. Gut. Also, haben wir denn hier noch? Ja, wir haben auch von denen noch. Also ich werde das jetzt nur auf die anwenden. Er hat einfach so ein bisschen den Hintergrund, weil auf weiße Items braucht man nicht so viel. Da brauche ich ja nur 4, weil eine Erhöhung 5% beträgt. Und schwupp. Oh, physischer Schaden deutlich erhöht. Kälteschaden. Verlängerte Blutungsdauer. So, haben wir da irgendwas, wo ich jetzt sagen würde, das müssen wir, Angriffsgeschwindigkeit, gut, das ist natürlich nicht schlecht. Kritische Treffer ist jetzt nicht ganz so wichtig. Also ich würde mal sagen, dass diese Kombos hier viel, viel interessanter sind. Hier passt das nur noch nicht ganz von den, das war ja als Glückstreffer. So, ich könnte natürlich auch hier jetzt sagen, ich erhöhe die mal um 13%, hoffe einfach, dass ich genug Schleifsteine finde oder ich schmeiße sie einfach rein. So. Wir wollen noch mal gucken. 1009, sagt er. Und danach sagt er 945 nur. Wegen der Angriffsgeschwindigkeit muss das sein. Gut, dann wäre das natürlich irgendwie unsinnig, die zu tauschen. Es sei denn... 1029. Da ist jetzt nicht mehr viel Unterschied. 1009, also der wäre auf alle Fälle besser. Jetzt ist natürlich die Frage, 1235 zu
1148. Wobei ich das irgendwie schöner finde, zweimal die gleiche Waffe zu verwenden, wenn ich ehrlich bin. So, was kann die denn noch? Kälteschaden. Gut, der ist für mich auch nicht so interessant da. So, das könnten wir aber noch ein bisschen aufpimpen. Das werden wir jetzt auch mal tun. Wir huschen doch mal kurz in mein Versteck und gucken mal, ob wir da nicht noch einen schönen Modifikator drauf kriegen. Und den wir uns natürlich nach Möglichkeit auch leisten können. So, erhöhter physischer Schaden. Machst du das oder machst du es nicht? Gibt es hier noch irgendwie was Besseres? Nö, Feuerschaden würde auch gehen, aber physischer Schaden ist immer gut. So, jetzt haben wir nämlich hier richtig gut. So, das gefällt mir. Also mir jedenfalls gefällt das gut. So, die kommen dann da jetzt rein. Die lege ich da rein. Gut, ich hätte die auch gleich da reinlegen können, ne? Aber das ist eine andere Geschichte. So, dann werden wir jetzt hier und da und na, da, den auch noch. Hallo. Kann ich dir was verkaufen? Ja, kann ich. Die kannst du alle haben. Kannst alles haben. Blessings. So, und dann geht's auch schon los. Die Frage ist natürlich, theoretisch könnten wir natürlich hier versuchen. 1, 2, 3, sind aber 6, so wie das aussieht. Ich glaube, da habe ich nichts davon. Dann lassen wir die einfach so. So, dann geht's jetzt hier nochmal weiter. Also ein zweiter Anlauf. So, er hat es Gott sei Dank noch nicht zurückgesetzt. So, wir werden jetzt aber trotzdem wieder durchhetzen. Gut, das ist natürlich ein bisschen doof. Na, jetzt habe ich auf der einen Seite versucht, Zeit zu sparen. Auf der anderen Seite habe ich es jetzt verbraten, mehr oder minder. So, und wie gesagt, also ich muss zusehen, dass jetzt die Widerstände langsam ein bisschen besser auf Vordermann kommen. So, wir werden jetzt hier gar nicht, dass sie mich wieder hier komplett in die Mangel nehmen. So, das werden wir jetzt gar nicht erst riskieren. So, die machen nämlich Feuerkugeln. Nämlich auch. Und die kann ich ja mal so gar nicht gut ab. So, da diese Typen, die schmeißen nämlich mit Feuer. Und wie gesagt, also mein Widerstand und das, da merkt man das jetzt auch ganz deutlich dran, dass ich zusehen muss, dass meine Widerstände besser werden. Defensiv, wie gesagt, mein Feuerwiderstand ist nicht so berauschend. Da muss ich hier noch ein bisschen dran arbeiten. Ganz dringend sogar. Und die haben mich dann auch fertig gemacht. Also das ist dann, das sind die Momente, also wenn ihr selber feststellt, ihr sterbt ständig, guckt eure Widerstände an. Ganz oft so ab dieser Stufe, gerade so ab der Akt 5, da geht das langsam los. Ist das so ein Hintergrund. Vorher kann man super durchgekommen sein und mit einmal, da die machen mir zum Beispiel gar nicht so viel aus. Was haben wir hier für eine Monsterstufe überhaupt? Wäre mal ganz interessant. 42, bin 42, also gut. Oh, eine Portalrolle. Ein bisschen was muss ich schon mal mitnehmen, ne? Zwischendurch. Er hat aber ganz schön zugehauen da. So, da geht's auch schon rein. So, da müssen wir nämlich durch. Also hier werden wir sehr viel auch mit tatsächlich mit Feuerschaden zu tun haben. Und ich will noch mal ganz kurz gucken, ob mein Skilltree hier irgendwie was hergibt, wo ich sagen könnte, nee, nicht direkt, ja. Noch nicht. So, das finde ich ja gar nicht mal so uninteressant. Also es gibt dann schon noch so ein paar Punkte, wo ich sagen könnte, da Elementarwiderstände zu Feuerwiderstand, und da nochmal Elementarwiderstände, also die wären vielleicht ganz interessant als nächstes zu nehmen, bevor ich einen Schaden mache. Weil der Schaden scheint mir eigentlich ganz gut zu sein. Es ist wohl eher das Problem, dass ich zu wenig Widerstände habe. So, da kann man sich natürlich immer rechtzeitig drum kümmern, dass die eine Variante oder die andere Variante ist. Gerade deswegen, also mich trifft der Tod da jetzt nicht so, weil ich ja eben kein Hardcore-Spieler bin. Deswegen nehme ich das eigentlich ganz geschmeidig an. So, wir werden da auch mal gucken müssen, was denn hier jetzt im Prinzip der Hohentempler mit uns macht. Das könnte ganz interessant werden. So, wir werden jetzt aber trotzdem mal sehen hier, dass wir hier ein ganz kleines bisschen schneller durchkommen. Gehe ich mal da lang? Ich gehe mal da lang.
Fanatikerstiefel. Ne, den brauche ich nicht mehr. Kein Fanatiker. Oh, da ist er wieder. Herz allerliebst. Hoffentlich muss ich nicht wieder ganz zurück. Doch, ich muss. Nee, das geht da von da unten durch. Ich hoffe mal, ich kann da unten durch. Ich hoffe mal, ich kann da unten durch. Das wird jetzt übrigens gleich noch viel schlimmer mit dem Elementarwiderstand. Ich hoffe mal, ich muss mich da jetzt nicht durchsterben. So, das sieht gut aus. Ich hoffe, das sieht gut aus. Ich will nicht wieder ganz zurücklaufen. Nein, das sieht wirklich gut aus. So, also das, was ich so an Schaden... Ich meine, ich kriege ja relativ viel auch wieder rein, ja? So, da. Also das funktioniert schon ganz gut. Wollen wir mal gucken. Mit Kältewiderstand, Elementargleichgewicht und ich finde mehr Sachen da. So, mich interessiert aber tatsächlich nur eine Sache. Und natürlich, wenn ich hier einen schicken Rücken finden würde. Das wäre hier, der ein bisschen guten Feuerwiderstand hat. Oder ein Amulett. Ich habe schon lange keine Amulette mehr gefunden. Fällt mir gerade mal auf. Das hätte natürlich auch was. Ich glaube, die sind jetzt nicht ganz so dramatisch. Natürlich schon nicht nett, ja. Aber auch nicht ganz so dramatisch. So, Frage ist natürlich, was hält hier der Endboss für mich bereit? So, die sehen schon ziemlich feurig aus. Kann man nicht anders sagen. Da muss ich ein bisschen vorsichtig sein. Da muss ich ein bisschen schneller killen dann. So. Lass mich doch mal einsammeln in Ruhe jetzt hier. Wenn ich dann schon mal hier was einsammeln will, dann lass mich das doch auch einsammeln. Ne, da geht's nicht weiter. Hier geht's weiter. So, da kannst du dich mit dem auseinandersetzen. Jetzt wollen wir doch mal schauen. Wer erwartet hier am Ende dieses Gebietsaufwands? Der ist es, glaube ich, nicht. So, hier müsste doch, genau. So, ich bin mir nicht ganz sicher, ob und was der macht. So, das war jetzt nicht ganz so dramatisch. Wenn das mal immer so wäre, ja? Sühnendes Feuer, Gewitterbeschwörung. Die Handschuhe nehmen wir natürlich mit. Und die Opfergabe auf alle Fälle. Die brauchen wir früher oder später, brauchen wir sie. So, Verbindungssphäre. Also hier kann man schon das eine oder andere kann man hier schon ganz gut mitnehmen auch. So, das ist eigentlich, ab hier wird es auch mal so langsam interessant, was die Items angeht. Also ab hier sollte man dann, wenn man vorher auch gut durchkam, man auch nur durchgerannt ist vielleicht, geht es hier so langsam los, dass man das eine oder andere wirklich mal gucken sollte, ob man da was findet. Oder aber man macht sich das ein bisschen leichter und dann schaut man einfach auf den Spieler Trade nach. So, da könnte man zum Beispiel auch gut jetzt gucken, Ringe mit Feuerwider oder mit vielen Widerständen, die vielleicht das alles so ein bisschen abdecken, wie ich das eben brauche. Das könnte man da wunderbar nachgucken. Und würde man ja auch relativ einfach dann da finden, weil man ja die Suche so ein bisschen beeinflusst hat. Oh, es geht weiter. Oh, die Kammer der Unschuld. Ich glaube, der Akt ist auch ein bisschen größer, ne? Also das wird ein bisschen schwierig mit meiner Zeit. Es sei denn, ich muss echt noch viel, viel schneller werden. So, hier, die machen ganz schön Ärger. Was, da müsst ihr ja vorsichtig sein. Also, was Elementarschaden angeht, ist das eigentlich so der Moment, wo es richtig fiese zugeht. Müsst ihr entweder schnell töten oder schnell zwischendurch mal gucken, dass ihr verschwinden könnt. Dann sind auch diese Lebenstränke, die ich euch da gezeigt habe, extremst wichtig. Hua, hua. Ching. Giskan, wollte ich sagen. So, hier muss man leider einmal außen rum. Auch gar nicht so uninteressant vielleicht. Ich glaube, meine sind besser, aber trotzdem. So, und vielleicht auch gar nicht so lange mal stehen bleiben. Ich bleibe immer viel zu lange stehen, ne? Ich glaube, das ist auch ein Problem, warum ich immer so lange brauche. Wenn es mal etwas länger dauert, ja?
So, bloß nicht stehen bleiben in diesen brennenden Umgebungen. Auch das. Oh, unheimlich tödlich. Ah, wir nehmen noch mal ein paar Identifikationsräume mit. So, und dann können wir nämlich auch... Das Schöne ist, man kann ja auch einfach mal so hochspringen, ja? So, ihr seht schon, ich weiß nicht, ob euch das so auffällt. Ich hau ja immer zwischendurch wie so ein Irrer auf die Lebenstaste. Aber das ist schon nett. Ich bin mal echt gespannt. Also ich weiß, dass dieser Gegner ein ziemlicher... Also da habe ich das erste Mal so richtig auf die Mütze gekriegt. Aber richtig. Beim zweiten Mal auch noch. Also da kriegt man von Zeit zu Zeit immer gerne mal auf die Mütze. Das ist auch so ein Boss. Also ich sag mal, wenn man so spezielle Events mal mitmacht oder aber die Leute wetten, wie weit man kommt. Kürzlich einer bei Twitch das erste Mal Hardcore-Modus auch gleich angefangen und da kam auch gleich die Wette oder so. Ja, wie lange würde der denn wohl und wann stirbt er denn das erste Mal, weil er das Spiel gar nicht kannte. Und also eine Aussage war spätestens hier. Also spätestens hier, danach geht es definitiv nicht mehr weiter. Und das ist auch so, das ist einer der fieseren Gegner. Aber deswegen nicht den Kopf in den Sand stecken, danach wird es wieder leichter. So, ich bin mal gespannt, wie der sich hier da schlagen wird. So, wir können eigentlich jetzt auch hier mal... Ich könnte natürlich... mal ganz dezent schon mal überlegen, mir hier oder mich hier so ein bisschen mit zusätzlichen Widerständen zu versorgen, statt jetzt den Schaden zu forcieren. Also das wäre natürlich jetzt hier eigentlich eine gar nicht so schlechte. Also erstmal gibt es mehr Leben und es gibt Elementarwiderstände. Und da habe ich ja definitiv ein Defizit gerade. Also werden wir das jetzt auch machen. So. Weil schadenstechnisch, sag ich mal, ist eigentlich in, alles im grünen Bereich. So, Avarius. Da, es geht rauf und runter, ne? Leben rauf und runter. So, jetzt holen wir mal hier meinen. So, jetzt muss ich erstmal ein bisschen Abstand haben. Ist natürlich schon, wenn die nicht so richtig sterben wollen, gleich auf Anhieb. So, jetzt ist das aber ein angenehmeres Verhältnis. So, vor allen Dingen, wenn man dann brennt. So, ich weiß nicht, Avarius ist natürlich jetzt ein bisschen knackig. Jetzt, wenn ich dann auch schon feststelle, ich habe da so leichte Defizite, wird er natürlich schon nicht unbedingt leichter. So, ich glaube aber, dass wir das trotzdem einfach mal, na mal gucken, wie sind denn meine Widerstände? Wie sehen die dann tatsächlich, ja, Feuer ist echt schlecht, ne? Während Blitzwiderstand echt super ist. Ich glaube, ich werde das nochmal machen. Ich husche doch nochmal, guck mal. Also ich habe doch hier auch so einen tollen Ring gefunden, sehe ich gerade. Was macht der? Kälte und Blitz, das ist natürlich das, was ich gar nicht brauche. Ja, klar. So, wir werden dann einfach mal zusehen, dass wir... Haben wir Ringe aufbewahrt? Nee, aber wir haben nicht mal Ringe aufbewahrt, ne? Ah, da war ich ja zu großzügig. Da können wir eigentlich nur mal bei Lani gucken. Hello. Ob sie uns nicht was verkauft. Wichtig wäre eben Feuer. Da ist Feuer. Ja, ansonsten hat sie auch nichts mit Feuer im Angebot, ne? Toll. So, Leben wäre nochmal ganz interessant. Also ich nehme jetzt mal den Ring. Und ich nehme mal diesen. So, 12 dazu. Das kann natürlich schon viel bedeuten. So, jetzt werden wir einfach mal... Was haben wir hier eigentlich? Zu maximalem Leben... Zu Intelligenz, wäre vielleicht gar nicht so gut, wenn ich den da jetzt rausnehmen würde. Haben wir noch hier irgendwie was mit Intelligenz?
Zu Geschick und Intelligenz ist ja da, sind sowieso meine Schwächen. Den könnte ich jetzt auch nochmal mitnehmen. So, ich kaufe jetzt eigentlich mal wahllos ein einfach. Und dann will ich mal gucken. So, eine habe ich. Eine einzige. Und ich muss mich entscheiden. Ich glaube, ich würde die mal hier auf dem... Ich probiere es einfach mal da. Kälteschaden bringt mir nichts. Bringt mir nichts, bringt mir nichts. Kann ich leider so wieder verkaufen. Schade. Schade, 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 schade. Hätte ja klappen können. So, das heißt, wir werden jetzt hier einfach mal gucken. Zu Kältewiderstand. Wo bin ich denn besonders gut? Ich glaube, Blitzwiderstand bin ich besonders gut. Defensiv, Blitzwiderstand. Also werden wir jetzt diesen hier einfach mal da einbauen. Und jetzt fehlt uns Intelligenz. Nein. Gut, dann muss der herhalten. So, jetzt bin ich aber bei Feuerwiderstand ein bisschen besser. Kältewiderstand bin ich ziemlich gleich. Blitzwiderstand, ein Traum. Wie das immer so ist. So, was haben wir denn hier? Kälte und Blitz. Ah, Blitzwiderstand brauchen wir ja nicht. 4 zu allen Attributen rettet mich auch nicht. Gut, also, so muss es jetzt gehen. So muss es jetzt gehen. Ich mache trotzdem mal vorsichtshalber ein Portal hier auf, falls wir hier sterben sollten. Wir können es übrigens auch da drinnen machen. Aber ich will jetzt eigentlich gerne... Jetzt wollen wir es wissen. Das war aber schon mutig von mir auch gerade. Kann man nicht anders sagen. So, wird ja noch knackiger. Definitiv wird es noch knackiger werden. So, hier können wir jetzt die Fläschchen mal ein bisschen aufsammeln. So, aber das wird noch heftiger werden. Ich bin mal gespannt. So, sind ein paar Gegner. Ah, das ist nämlich hier das Mieseste. Wenn er das macht... So, und der Typ, wenn der zuhaut, ist auch nicht nett. So, Hammer. Aber ich glaube, er kommt nochmal. Ich glaube, er kommt nochmal. Das war erst die erste Runde. Das ist, glaube ich, auch der erste, der so in mehreren Runden aufschlägt. Oh, vorsichtig vor diesem Blitzstrahl. Gut, ist nicht so schlimm an der Stelle. Es kostet noch keine Erfahrungspunkte. Darf man sterben. Was brauchen wir noch? Hat sich aber wacker geschlagen. Erste Runde war schon ganz gut. So, das wollen wir auch noch haben. Also wieder rein. Genau, jetzt können wir nämlich hier uns... Ah, jetzt habe ich geschlafen. Normal kann man sich hier super verstecken hinter dem, denn erwischt einen auch dieser Blitzstrahl nicht. So, wenn man aber erst einmal stirbt, ne, dann ist das drin. So, also gut. So, also bisher haben wir uns jetzt noch relativ wacker geschlagen. Der zweite Tod wäre vielleicht nicht ganz notwendig gewesen, aber er war halt da. Gut wäre natürlich, wenn wir jetzt hier schon mal unseren... Ja, der ist aber auch nicht ganz ohne hier. In dem Kreis geblieben. Ich hätte weggemusst. Ich habe es auch gewusst. Ich weiß es ja eigentlich besser, ne? Aber, Freunde. So, jetzt auch Schluss hier. Achso, das sind die Gestalten wieder. Hier kann man wieder ein bisschen auftanken. Eigentlich sind so eine Zwischenphase nur dafür da, dass man die Fläschchen wieder auffüllt.
Wofür drücke ich denn die Springtaste, wenn er doch nicht springt? Wahrscheinlich drücke ich zu viele Tasten gleichzeitig. Bin bei dem auch immer ein bisschen hektisch. Das hatten wir schon leichter. Oh, hier da ziemlich das Gleiche. So, jetzt reicht's mir aber langsam mit dem. So, hier kann man sich ein bisschen... Oh. Mann, was ist denn das heute? Ich verlasse mich immer auf das Springen, aber es geht nicht schnell genug. Habe ich eigentlich schneller Zaubern mit dem Springen verbunden? Das würde mich doch mal interessieren. Sprunghieb, schnellere Angriffe. Ja. Ist ein Angriff. Also ist auch eigentlich ist alles in Ordnung. Ich weiß gar nicht, was er jetzt hat da. So, das muss aber noch besser werden. Ja, ich habe bei den Widerständen ein bisschen geschlafen. Das ist einfach so. So, jetzt reicht's mir aber auch. So. Okay, wir sind gleichzeitig gestorben. Wenn mich das tröstet. Tröstet mich das? Nee. Ich will gar nicht wissen. So, jetzt wollen wir gleich mal gucken. So, mich interessiert das jetzt. Ich habe ja immer nicht mitgezählt. Ich zähle bei sowas ja in der Regel immer nicht mit. Wir wollen noch mal gucken. Quatsch. Das wollte ich gar nicht. Ich bin aber auch schon über 10 Stunden. Oh Gott. Akt 5. 10 Stunden wäre okay. 2 Stunden. Ah ja, okay. Wir werden noch ein bisschen brauchen. So, jetzt will ich mal gucken. Death. So. 10 Mal. 10 Mal. 6 Mal hat der Typ mich erledigt. So, aber wie gesagt, danach wird es wieder leichter. Gut, das ist das Übel. Hier wissen wir, ab jetzt wird es böse. Auf Wiedersehen. Gut, jetzt müssen wir Kitava erledigen. Das brauche ich nicht. Das brauche ich auch nicht. Na toll, sind ja nicht mal tolle Sachen gefallen. Und das, was dann noch so rumliegt, brauche ich auch definitiv nicht. Was macht der denn hier? Blitzwiderstand. Okay. So, hier geht's runter. Und hier laufen wir einfach mal ein Stückchen weiter. Denn hier treffen wir auf Bannon. So, sprecht Lani auf eure Belohnung an. Will ich das jetzt? Oder schlagen wir uns erstmal durch das entflammte Gericht? So, ich will jetzt aber eigentlich meinen Ring wieder haben. Weil der mehr Schaden macht. Könnte natürlich was draus werden, was noch besser ist als das, was ich schon habe. Aber wir sind ja mit denen eigentlich ganz zufrieden. Das werden wir jetzt auch nicht machen. Also wir müssen jetzt definitiv gucken, dass wir irgendwie bessere Widerstände kriegen. Ist einfach so. Es ist so. Da, jetzt brenne ich schon wieder. Ist auch das entflammte Gericht. So, und hier werden wir. Hier kommen jetzt natürlich ein paar Aufgaben. Gleich auf uns zu. Und ihr seht schon, die schmeißen alle mit Feuerbällen. Das, da freut sich natürlich mein niedriger Elementarwiderstand. Und in der Regel führt das zu solchen Auswüchsen. Das ist aber jetzt an der Stelle in der Regel noch ganz gut, dass das hier passiert. So, man muss dazu sagen, ich habe natürlich an der Stelle auch schon Chars gehabt, die wesentlich bessere Widerstände hatten. Und da kommt man auch wesentlich besser durch. Es ist einfach so. Ab Akt 5 werden die Widerstände wichtig. Merke. So, gibt im Prinzip hier... Also es, eigentlich ist das ein relativ fieser Akt. Kann man nicht anders sagen. Weil man hier in diesem... Das ist ja der Akt 5. Das ist ja, ich sag mal, der erste von den neueren Akten. Gleich zwei so eine fiese Gegner hat. So. Danach wird es allerdings dann tatsächlich wieder ein bisschen entspannter. Also wenn man sich jetzt hier wirklich durchstirbt, danach wird es, also dann sollte man jetzt nicht Flinte ins Korn werfen. Getreu dem Motto, oh Mann, jetzt total verskillt, das geht gar nicht mehr weiter. Das ist so. Also hier ist, gehört eigentlich in der Regel noch ein bisschen Erfahrung dazu, die ich eigentlich mittlerweile haben sollte. Aber ich sterbe so gerne. Aber was ist mit dem? Widersteht Elementarschaden. Was bist du denn für einer?
Und da sollte man nicht die Flinte, weil das sind eigentlich schon ziemlich knackige Gegner, alle beide. Avarius ist ein knackiger Gegner und das, was euch am Ende dieses Aktes erwartet, ist auch ein knackiger Gegner. Also da sollte man sich jetzt nicht so viele Gedanken drüber machen. Danach, wie gesagt, also ich kann es eigentlich nur wiederholen, danach wird es wieder ein bisschen leichter. Vor allen Dingen findet man ja auch wieder bessere Items und so, dass man dann wirklich sagen kann, es geht wieder bergauf. So, der Fertigkeitsbaum entwickelt sich weiter. So, wichtig ist eben nur, dass man an der Stelle anfängt, spätestens hier dran zu arbeiten. Also man kann es natürlich auch schon in Akt 4 machen. So, dass man da wirklich immer Ausschau hält, in erster Linie seine Widerstände auf Vordermann bringt. Aber man muss dazu wissen, das hängt auch immer ein bisschen davon ab, was für ein Char ihr tatsächlich spielt. So, eine Hexe hat es unter Umständen hier jetzt viel leichter, weil die gleich am Anfang in der Nähe ihres Skilltrees relativ gute Widerstandspunkte hat, weil wir da in der Regel bei den Banditen, also ich persönlich, nehme da immer gerne die junge Dame, die einem auch nochmal zusätzliche Widerstände gibt. Also da hat man es von Haus aus, hat man es einfach schon leichter. So. So, hier sind ja ein paar Sachen, die wir machen müssen. Eigentlich. Also wir haben hier auch noch nicht alle Aufgaben. Eine Aufgabe bekommt man auch erst, wenn man quasi weitergegangen ist. Also wenn man wieder zurück ist. Ausweichpferd. Nee, das brauche ich auch nicht. Oh. So, wir arbeiten uns jetzt hier einfach weiter durch. Ich laufe jetzt mal hier lang. War nicht ganz richtig. So, also hier muss man natürlich gerne den Wegpunkt, müsst ihr auf alle Fälle, wenn das eben geht, müsst ihr den hier finden. Und ihr müsst noch ein paar andere Sachen finden. Das schauen wir uns jetzt auch an. Ah, kann nichts mehr tragen. Das hier vorne schon. Ne, das ist da, kommt von da kommen wir. Ich laufe jetzt mal in die Richtung. Ich glaube, das ist total falsch, aber es macht ja nichts. Genau, es war auch total falsch. Genauso wie ich das angenommen hatte. 44 und wir sind erst 43. Wir waren noch unterskillt. Also wir waren ja auch viel zu schlecht. Für den Avarius. Daran lag es. So, da haben wir auch schon den Wegpunkt. Sehr gut. Da ist auch das Ossuarium. Jetzt können wir einmal zurückgehen in den Turm des Aufsehers und dann holen wir uns hier einfach jetzt mal ein paar weitere Infos. Denn ich muss aber erst was verkaufen. So, das ist das, wo wir schon ganz lange scharf drauf sind eigentlich. Und es fällt mir gerade mal auf, ich habe meine Skillpunkte hier schon vergeben. So, was brauchen wir? Schmetterschlag ist für uns nicht interessant. Das ist übrigens für alle Chars ganz interessant hier. Gibt es immer was. So, wir brauchen für den Lavaschlag 2 zusätzliche Projektile. Das ist genau das, was wir wollen. Wir haben einen vergrößerten Wirkungsbereich, 2 weitere Projektile. Wir machen mehr Feuerschaden. Das Ganze ist, das könnt ihr oben sehen, begrenzt auf 1. Und ich habe hier einen mittleren Radius. Bei dem mittleren Radius, das bezieht sich bei mindestens 40 Stärke im Radius. Hat Lavaschlag, bla 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 bla. Das heißt, wir müssen jetzt. So, ich nehme den mal mit. So, jetzt kriegen wir hier noch ein paar zusätzliche Aufgaben. Das Festmahl. Ja, okay. Das Festmahl des Königs gefällt sich ja Gott. Ne, mehr ist hier nicht. Mehr ist hier nicht, mehr ist hier nicht. So, dafür müssen wir hier ein Juwel finden, wie zum Beispiel das, eine freie Juwelenfassung. Die ist perfekt dafür, weil wir haben in diesem Umkreis, da bildet sich dann so ein Kreis, haben wir 40 Stärkepunkte. 10, 20, 30, 40. Kann auch die da nehmen. 10, 20, 30, 40. Also der ist eigentlich, im Prinzip ist der hier an der Stelle perfekt. Wichtig ist, die müssen nicht aktiviert sein.
Das heißt, ich kann jetzt hier den aktivieren, dann kann ich sie ja reinlegen. Oder kann ich das Juwel reinlegen? Und er zählt. Quatsch, das sind gar keine Stärkepunkte. Entschuldigung. Diese 40 Stärkepunkte. Diese müssen nicht aktiviert sein, die nimmt er trotzdem. Könnte auch eine andere Stelle sein. Wo haben wir noch eins? Hier unten haben wir zum Beispiel eins, aber hier habe ich in diesem Umkreis eben nicht 40 von diesen Stärkepunkten. Wo haben wir noch eins? Da haben wir noch eins. Aber hier habe ich nur 10, 20. Diese beiden sind eben Geschicklichkeitspunkte. Das würde auch nicht funktionieren. So, und da müsst ihr dann eben einfach schauen. Könnt ihr auch irgendwo anders. Hier ist bestimmt noch irgendwo ein schönes. Wir gucken mal. So, das hier sieht interessant aus. Hier müsste man eben nur gucken, dieser mittlere Radius, reicht der wirklich bis da und bis da? Das muss man dann mal ausprobieren. Wenn das dann reicht, müsste eigentlich reichen, dann kann das auch funktionieren. Aber perfekter Platz ist eigentlich genau genommen hier an dieser Stelle. Das ist ein super Platz, da gerade. Ja, genau so ist es. Nutzt uns jetzt bloß gerade nichts. Also erstens finde ich, machen wir gerade genug Schaden. Und zweitens müssen wir jetzt die Widerstände, das wäre ganz wichtig. Das können natürlich dann tatsächlich Ringe sein. Man kann auch immer wieder von Zeit zu Zeit mal reingucken bei ihr, ob sie nicht was verkauft. Nö, verkauft jetzt gerade nichts. Meistens nach dem Neustart, dann hat sie wieder neue Sachen. Oder wenn ihr irgendwie was Großes geleistet habt. So, ich will aber ein bisschen Gelump verkaufen. Das war eigentlich so, Gegenstände verkaufen. Mein großes Anliegen hier. Achso, ist schon identifiziert. Die Schuhe, ja, sind ja nicht wirklich interessant, ne? So, da haben wir nämlich auch super Widerstände drauf, auf den Schuhen. So, das verkaufen wir einfach. Ja, den Ring, ich kann den jetzt verkaufen, ich brauche den nicht. Den verkaufe ich jetzt auch, weil der nicht, natürlich kein Goldener ist. Ich möchte, wenn, möchte ich gerne einen Goldenen haben. Und das wäre hier genau der falsche, den brauche ich auch nicht unbedingt. Nee, der hat sonst nichts, der hat ja wirklich nur das. So, und dann legen wir mal hier rein. So, den lege ich mir auch mal mit hier rein. So, und den könnten wir zum Beispiel schon brauchen. Der hätte uns vielleicht auch geholfen, an den habe ich gar nicht mehr gedacht. Oh, nee, nicht die. Den. Und dann haben wir noch ein Fragment hier. So, und die, ich weiß gar nicht, ob ich die überhaupt alle behalten will, soll. So, die kann, Angriffe mit dieser Waffe durchdringen 12% Elementarwiderstände, was ja eigentlich sehr, sehr gut ist. Aber da müsste ich schon zwei dafür haben. Und 62 ist ja nicht so wahnsinnig viel, ne? Es bringt mir einfach nichts. Die kann ich also schon mal verkaufen. So, ich denke mal, die kann ich auch verkaufen. Warum ich den da jetzt? Was war damit? Ja, kann ich eigentlich auch verkaufen. Da hatte ich doch diese Bögen, diese Waffen, die habe ich ja gar nicht identifiziert. Ob die was Tolles können? Die haben ja auch nur 84. Geben aber noch Widerstände, aber auch nicht wirklich interessant. Die können jetzt mittlerweile auch weg, obwohl die hier Feuerwiderstand geben. Ne? Die würden alle meine Probleme lösen. Zumindest übergangsweise. So, Blitzwiderstand würde runtergehen. Gut, ich hätte weniger Rüstung. So, aber die sind natürlich nicht schneller. Das heißt, ich laufe noch nicht mal. So, fügt mir mit Chaos-Schaden. Ich weiß nicht, ob das interessant ist. Ich weiß auch nicht. Die sind ja auch nicht viel besser. Zu Intelligenz. Ja, gut. Zu Feuerwiderstand. Auch gut. Aber ich müsste dafür... Erst müsste ich noch von der Stufe noch aufsteigen. Bis dahin habe ich wieder viel, viel bessere Dringer gefunden. Nee, brauche ich also auch nicht. So, das Gelump verkaufen wir jetzt auch noch. Also wir räumen jetzt mal ein bisschen auf hier. So, die legen wir in die Truhe. Also die vergessen wir bestimmt nicht. Die brauchen wir nämlich noch. Das kann dann mal dahin. Und dann rasen wir jetzt auch einfach nochmal ein bisschen weiter. Wir brauchen nämlich noch, wir haben ja noch ein paar Aufgaben jetzt bekommen. Eben dahin, dahin, da müssen wir auch noch hin. Das heißt, wir müssen Utula erledigen. Wir müssen im Prinzip die Reliquienkammer müssen wir finden. Das heißt, wir gehen jetzt hier, oder ich gehe jetzt an dieser Stelle hier auch noch gar nicht rein. So, also wenn ich die Gelegenheit habe, Schaden rauszuhauen, ne, dann mache ich das auch. So, außerdem wollen wir noch eine Stufe aufsteigen. Und ich werde jetzt tatsächlich auch mich nicht um die
um Projektile kümmern, sondern wir werden jetzt hier einfach wirklich gucken, dass wir, da brauchen wir nicht weiter, dass wir weiterlaufen. Weil wir den Wegpunkt da hinten natürlich schon gefunden haben, brauchen wir den nicht wieder suchen. Wir haben das relativ leicht, da am Ende ja wieder hinzukommen. Deswegen lasse ich das jetzt einfach mal so. Ich weiß gar nicht, ich glaube, der Rest ist auch auf der anderen Seite der Brücke. Sehr gut. So, und das heißt, wir werden jetzt hier auf alle Fälle den nehmen. Jetzt wollen wir mal ganz kurz gucken. Wie sieht es jetzt aus? Ja, wir nähern uns. Langsam, wir nähern uns, nenne ich das jetzt mal. Das ist ein großer Vorteil. So, wir müssen über die Brücke, da kommen wir nicht drum rum. Das werden wir jetzt auch gleich machen. So. Und schon haben wir uns wieder gestärkt. Obwohl, da hinten, vielleicht komme ich da noch weiter. Ah, geht's da noch weiter? Nee. Ging's nicht. Also müssen wir jetzt... Also Ziel Nummer 1. Wenn wir natürlich eine bessere Waffe finden, ist auch gut. So, ich wiederhole mich, ne? Wiederhole ich mich schon? Ja, ich wiederhole mich schon. Ich sag schon nichts mehr. Ja, ist ja gut. Ich sag schon nichts mehr. So, wir suchen uns jetzt hier quasi den Rest. Damit sich die Map nicht wieder zurücksetzt, suche ich jetzt quasi erstmal nur. Also Utula würde ich natürlich sofort erledigen. Hier braucht man auch nicht wieder suchen. Interessant ist jetzt eben, dass wir die Reliquienkammer finden. Was bist du denn für einer? Aber jetzt keiner, der jetzt irgendwie groß hat, was fallen lassen, was ich vielleicht brauchen könnte. So, ich glaube, das sieht ganz gut aus. Da hinten, das sieht nach... Da würde ich sagen, ist Utula. Da vorne finden wir noch ein Versteck. Did you think our vengeance was done, Savior? Oh no, it has only begun. So, wollen wir doch mal gucken, Utula, was du kannst. Der macht natürlich Feuerschaden, ne? Wie soll das anders sein? So, aber glücklicherweise nicht genug. So, da kriegen wir schon mal eine Belohnung dafür. Muss man nicht unbedingt haben, so, aber die nehme ich immer gerne mit. Weil wir eh hier ein bisschen suchen müssen. So, dann finden wir hier tatsächlich noch den versteckten Hof. This seems like a good area to keep your life to your own. Ja, mal gespannt. Nehmen wir natürlich mit. Sieht auch schick aus. Kann ich mich jetzt nicht beklagen. So, die sind ja auch nicht so groß. Bin mal gespannt, ob da nachher irgendwann... Oder doch, oder das Ding ist riesig, ne? Ich meine, das ist auch ein schickes Versteck überhaupt. So, kann aber ein bisschen unpraktisch sein. Natürlich, wenn ihr jetzt hier so ein Versteck habt und ihr baut dann, was weiß ich... Obwohl, ihr habt ja nur noch eine Truhe. Das ist ja nicht mehr so wie früher, wo man diverse Meister hatte, die man dann in verschiedenen Räumen untergebracht hat. Das war ja eine Zeit auch immer ein bisschen problematisch. Wer macht hier denn so einen Ärger? So, kann ja eigentlich nicht mehr so viel sein, ne? Oder? Da geht's ja schon wieder zum Hof. Ich glaube auch, dass man die irgendwann aufstocken kann. Glaube ich irgendwie. Also das ist, ich kann mir das nicht vorstellen, dass sie so klein bleiben. Weil die sind ja viel, viel kleiner. Auf der anderen Seite, was braucht man schon? Also hier kommt die Dings hin. Dann kommen hier die drei Meister hin. Als Beispiel. Also mal vereinfacht dargestellt. Das war's dann auch schon. So, ich möchte gerne mal Versteck wählen. So, und jetzt ist es so, dass, mal schauen, verstecktes Laboratorium, versteckte Oase. Das habe ich zum Beispiel nicht gemacht, aber da kommen wir ja auch nochmal hin. So, verstecktes Badehaus ist okay. Das kann auch sein, dass das erst im zweiten Teil dann ist. Kaverne der Wut. Die Kaverne der Wut, da waren wir doch auch schon, oder? Kaverne der Wut, das ist doch, glaube ich, relativ früh. Und das Ossuarium, da finden wir eben auch eins. Und dann haben wir alle. Aber früher oder später werden die ja sowieso mehr oder minder alle freigeschaltet. Also ich glaube, man muss jetzt auch nicht alle haben. Mir sind die auch zu klein. So, die Basis, die man da am Anfang hat, die ist ja viel, viel größer. Gott sei Dank. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das so... Also wenn einer von euch jetzt gerade angefangen hat, wäre mal schön,
wenn er mir das reinschreibt, weil ich habe natürlich jetzt hier eine relativ gute Auswahl. Die ganzen alten Verstecke am Anfang. Das hat vielleicht jemand, der neu anfängt, gar nicht. Das wäre mal interessant zu wissen. Ja. So, wir suchen die Reliquienkammer. Ganz wichtig. Ah, ne, gehen wir mal mit. Entschuldigt, ich habe euch vergessen. Ich habe die doch einfach vergessen. Hier soll ja niemand zu kurz kommen. So, komme ich denn da noch irgendwie weiter? Weil dann möchte ich da gerne weiter. Ich habe irgendwie so das Gefühl, das könnte da sein. Und da ist es nämlich auch. Da ist nämlich die Reliquienkammer. So, das Schöne auch an der Reliquienkammer ist, wenn sie es nicht geändert haben, dass da direkt ein Wegpunkt ist. So, jetzt sieht das so aus. Wir müssen die Reliquienkammer müssen wir machen. Die solltet ihr unbedingt machen. Das Ossuarium müssen wir machen. Das müsst ihr sowieso machen. Das kann man machen. So, da holen wir uns jetzt noch die Belohnung mal auf die Schnelle. Und ich denke mal, dann soll es das auch für diese Folge gewesen sein. Dann machen wir nämlich in der nächsten Folge, machen wir die beiden. Und dann gucken wir einfach mal weiter. Bennen, was hast du Schönes? Ach ja, Bennen gibt immer die Dinger raus hier. Ui, super. Durchbeugen ein zusätzliches Ziel und erhöhter Projektilschaden. Das ist doch gar nicht so schlecht. Angriffsschaden, das brauchen wir nicht unbedingt, obwohl das auch gar nicht so schlecht ist. Und erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit kann man natürlich auch immer brauchen, sind jetzt aber nicht so die Highlight-Juwelen. Die kommen natürlich auch in den Fertigkeitsbaum in so eine freie Juwelenfassung. Hier gibt es keine Voraussetzungen, könnt ihr also reinlegen, wo ihr es reinlegen wollt. Ja, in diesem Sinne, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. War eine spannende Folge, hatte Höhen, hatte Tiefen. Ich denke mal, das geht so weiter. In diesem Sinne würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr dabei bleibt und sagt mal, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.